Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Österreich will die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen, als Reaktion auf die Entwicklungen nach dem Putschversuch. Die Türkei bewege sich in Richtung Diktatur, erklärte die Regierung in Wien. Sie verlangt, einen möglichen Stopp der Beitrittsgespräche beim nächsten EU-Gipfel zum Thema zu machen. Die EU-Kommission warnte vor einem einseitigen Abbruch der Verhandlungen. Seit Jahrzehnten strebt die Türkei Richtung Westen. Doch eine EU-Mitgliedschaft ist noch immer nicht in Aussicht für das 75-Millionen-Volk. Nach den letzten Entwicklungen fordert Österreich, die soll auch nicht kommen. Ich denke, dass wir da wirklich alle miteinander gut beraten sind, jetzt einmal zu sagen, wir drücken den Reset-Knopf und überlegen, in welche Richtung das gehen kann. Und ich sehe einen Beitritt der Türkei auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte, für ein Ding der Unmöglichkeit an. Doch Europas Türen ganz zuschlagen? Die EU-Kommission in Brüssel ist da vorsichtig. Im Interview mit dem ARD-Europa-Magazin sieht Kommissionspräsident Juncker dennoch viele Probleme in der Türkei. Die Türkei in dem Zustand, in dem sie heute ist, kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Vor allem nicht, wenn sie das täte, wäre es einige Anmahnungen, nämlich die Todesstrafe, wieder einzuführen. Doch Juncker sieht auch die gemeinsamen Interessen mit der Türkei. Die Verhandlungen sollten daher weitergehen. Wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt der Türkei in Aussicht stellen würde, dass egal wie die Europäische Union nicht bereit ist, die Türkei aufzunehmen, dann hielt ich dies für einen schwerwiegenden, auch außenpolitischen Fehler. Auch der deutsche Vizekanzler ist für weitere Verhandlungen, gerade jetzt. In schwierigen Zeiten muss man miteinander reden. In guten Zeiten ergibt sich das von alleine. Das findet auch die Türkei. Ihr Europaminister attackierte Österreich heute scharf. Es ist besorgniserregend, dass diese Äußerungen ähnlich klingen wie die der extremen Rechten in Europa. Der Vorstoß Österreichs zwingt die EU, Farbe zu bekennen in Sachen Türkei. Die Optionen sind dabei keineswegs verlockend. Entweder man verprellt einen wichtigen Helfer in der Flüchtlingskrise und NATO-Verbündeten, oder man verhandelt weiter über den Beitritt mit einem Land, dessen Entwicklung vielen Sorgen macht und für dessen letztendliche Mitgliedschaft sich heute niemand aussprach. Ungeachtet der Kritik will der türkische Präsident Erdogan diese wörtlich Säuberungen in seinem Land ausweiten. Er kündigte an, nach dem öffentlichen Dienst und den Medien auch gegen Unternehmen vorzugehen, die in Verbindung mit dem islamischen Prediger Gülen stehen. Die Regierung macht ihn für den Putschversuch verantwortlich. Ein Gericht erließ deswegen nun Haftbefehl gegen Gülen. Dieser lebt in den USA, die Türkei verlangt seine Auslieferung. Mehr Informationen zur Lage in der Türkei und zur Debatte über einen Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem das komplette Interview mit Kommissionspräsident Juncker. Die britische Notenbank will die Wirtschaft des Landes 6 Wochen nach dem Brexit-Votum mit einer Zinssenkung ankurbeln. Nach der Entscheidung für einen EU-Austritt hatten sich die Wirtschaftsaussichten für Großbritannien zuletzt deutlich verschlechtert. Um die Konjunktur zu stützen, senkte die Bank of England den Leitzins von 0,5 auf 0,25%. Zudem erhöhte sie ein Wertpapierkaufprogramm um 60 Milliarden Pfund. Düstere Wolken heute Morgen über der Bank of England. Ein Sinnbild für das, was kommen könnte, denkt so mancher. Die Sorge vor einem Wirtschaftseinbruch treibt die englische Notenbank in die Offensive. Der Leitzins wird nach 2009 erstmalig wieder gesenkt. Eine von mehreren Maßnahmen, die der Chef der englischen Notenbank vorstellt, auch der Wertpapierankauf soll ausgeweitet werden. Indem wir frühzeitig und umfassend handeln, kann die Währungspolitik jetzt die Unsicherheit mindern, das Vertrauen wieder stärken und die Wirtschaft stützen. Der Grad dieses Impulses hängt zusammen mit dem Brexit-Votum und seinen Folgen auf die Nachfrage und den Wechselkurs. Die Ankündigungen folgen einer Reihe von Warnungen aus der Wirtschaft. So schrumpft der Bausektor so stark wie seit 7 Jahren nicht mehr. Auch die Produktion ist auf einem 3-Jahrestief. Der Immobilienmarkt zeigt Krisensymptome, insbesondere am Finanzstandort London. Das Nationale Institut für Wirtschaftsforschung warnte gestern, dass die Chancen einer Rezession bei 50% liegen.
Die Unsicherheit des Brexit-Votums lastet schwer auf den Unternehmen. Wir glauben, dass sich das in den nächsten Monaten auch auf die reale Wirtschaft niederschlägt. Aber es ist zu früh, das Ausmaß zu beziffern. Fraglich bleibt, ob die Maßnahmen der Bank of England tatsächlich eine Rezession abwenden können. Nach dem Chaos der Post-Brexit-Tage hatte sich in den vergangenen Wochen eine typisch britische Eigenschaft auf der Insel breit gemacht: das Abwarten. Nun aber prescht die Bank of England vor, um gegen die wirtschaftliche Verunsicherung anzugehen. Vorbeugen die Devise, zu ungewiss die Zeiten, zu düster die Aussichten. In der SPD macht sich zunehmend Ratlosigkeit über den Umgang mit der Bundestagsabgeordneten Hinz breit. Sie hatte eingeräumt, Abitur und Juraabschluss in ihrem Lebenslauf erfunden zu haben. Wegen der Affäre legte die Essener Sozialdemokratin heute zwar schriftlich ihre Parteiämter nieder, nicht aber, wie von der Partei gefordert, auch ihr Bundestagsmandat. Eine Frist der Essener SPD ließ Hinz verstreichen. Thomas Kutschaty, Vorsitzender der Essener SPD und NRW-Justizminister, überraschte auf der Pressekonferenz die Journalisten mit einer Nachricht von Petra Hinz. Kurz zuvor hatte sie sich tatsächlich per E-Mail gemeldet. Petra Hinz teilt in der E-Mail an die Geschäftsführerin der Essener SPD und an mich mit: Hiermit lege ich alle meine UB-Delegiertenmandate, Mitgliedschaften in Kommissionen und Projektgruppen mit sofortiger Wirkung nieder. Für die Zusammenarbeit über die vielen Jahre möchte ich mich bei euch bedanken. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich mich öffentlich erklären. Aber vom Bundestagsmandat keine Rede. Darauf will sie offenbar nicht verzichten. Was verwundert, denn genau das hatte sie vor 14 Tagen angekündigt. Für parteischädigend hält Thomas Kutschaty das Verhalten von Petra Hinz. Deswegen gäbe es schon ein Dutzend Parteiaustritte. Aber die Möglichkeiten, gegen sie vorzugehen, seien begrenzt. Ein Parteiordnungsverfahren wolle man jetzt einleiten. Eventuell drohe der Parteiausschluss. Aber das Abgeordnetenmandat ist durch das Grundgesetz geschützt. Die Hürden, es zu entziehen, sind extrem hoch. Wir haben keine rechtliche Handhabe. Wir können nur appellieren, das tue ich auch bei dieser Gelegenheit. Sobald ihre Gesundheit es zulässt, soll sie geräuschlos schlicht das Mandat abgeben, um weiteren Schaden von uns allen abzuwenden. Nach der Sommerpause will die Fraktion über den weiteren Umgang mit Petra Hinz beraten. Der SPD sind die Hände gebunden, denn sie kann Petra Hinz nicht zur Niederlegung ihres Bundestagsmandats zwingen. Die unbequeme Personalie kommt zum falschen Zeitpunkt, denn im kommenden Jahr sind Wahlen, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im Bund. Und die SPD hat ohnehin schon mit schwachen Umfragewerten zu kämpfen. China geht weiter verstärkt gegen Bürgerrechtler vor. Der Direktor einer bekannten Anwaltskanzlei, Zhu Shifeng, wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Er hatte immer wieder politische Aktivisten verteidigt. Unter seinen Klienten waren auch Opfer des Skandals um verseuchtes Milchpulver. Seit der Machtübernahme von Präsident Xi Jinping hat die Verfolgung von öffentlichen Kritikern zugenommen. Er hat vielen Menschen in China vor Gericht geholfen. Jetzt wurde ihm selbst der Prozess gemacht. Zhou Shifeng, einer der prominentesten Rechtsanwälte des Landes. Untergrabung der Staatsgewalt, so lautet das Urteil der Richter in Tianjin. Sie verhängten 7 Jahre Haft gegen den 52-jährigen Bürgerrechtsanwalt. Der bekennt sich schuldig, ein offensichtlich erzwungenes Geständnis. Durch die Vernehmung habe ich die Tragweite der Verbrechen, die ich begangen habe, verstanden. Ich habe damit der Partei und der Regierung geschadet. Ich möchte der Regierung gegenüber Reue zeigen. Zhous Kanzlei hatte sich brisanter Fälle angenommen. Zum Beispiel vertrat sie den Künstler Ai Weiwei und den zu lebenslanger Haft verurteilten uigurischen Wirtschaftsprofessor Ilham Toti. Zhous letzter Fall? Zhang Miao, die chinesische Mitarbeiterin der Zeit, die in China 9 Monate ohne Anklage im Gefängnis saß. Er bekam sie frei. Kurz darauf wurde er im Juli letzten Jahres festgenommen, mit ihm mehr als 300 Bürgerrechtler und Aktivisten. Eine Großaktion von Polizei und Staatssicherheit. Zahlreiche von ihnen sitzen noch in Haft. Andere wurden seit Beginn der Woche verurteilt. Nach 1 Jahr Haft und ohne Rechtsbeistand. Amnesty International warnt. Das Ziel solcher Prozesse ist, diese Menschen zum Schweigen zu bringen und andere abzuschrecken, damit sie solche Bürgerrechtsfälle nicht annehmen und nicht bei Menschenrechtsthemen aktiv werden. Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen fordern die sofortige Freilassung aller Inhaftierten.
Der Tischtennisspieler Timo Boll wird die deutsche Fahne bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro tragen. Der Fahnenträger wurde zum ersten Mal von Fans und Athleten gewählt. Boll ist mehrfacher Europameister. Er gewann 2008 in Peking Silber mit der Mannschaft und 2012 in London Bronze. Die Olympischen Spiele werden morgen Abend mit einer bunten Feier im Maracanã-Stadion eröffnet. Vorfreude auf diese Olympischen Spiele bei Sportlern und Betreuern am Strand von Rio. Timo Boll und Teile des deutschen Teams besuchen den Fackellauf vorbei am Deutschen Haus. Bereits zuvor wird der Tischtennisspieler zum Träger der deutschen Fahne gewählt. Er bekommt die meisten Stimmen von Athletinnen und Athleten der Olympiamannschaft und deutscher Sportfans. Ich bin jetzt das fünfte Mal dabei und die Olympischen Spiele sind für uns Sportler einfach immer noch das Größte. Bei den Zuschauern sind die Spiele allerdings noch nicht richtig angekommen. Rund 20% aller Eintrittskarten sind noch nicht verkauft. Ausschreitungen gibt es beim Fackellauf. Die Polizei setzt Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschosse ein. Demonstranten, darunter Studenten und Professoren, die auf die schlechte Bildungssituation in Brasilien aufmerksam machen, hatten mit Steinen geworfen. Bei den Spielen in Rio kann Russland nach dem Tauglichkeitscheck durch IOC und CAS jetzt mit einer stattlichen Mannschaft von bis zu 270 Athleten teilnehmen. Die endgültige Starterliste wird noch heute veröffentlicht. Gemäß IOC-Präsident Thomas Bach ist der Anti-Doping-Kampf perspektivisch die größte Herausforderung. Hier in Rio werden bis zu 4.500 Urin- und 1.000 Blutproben für Anti-Doping-Tests entnommen, die 10 Jahre lang für weitere Untersuchungen archiviert werden. For reanalysis at any time appropriate. Proteste gegen die Spiele finden nicht nur während des Fackellaufs statt, sondern werden auch für die Eröffnungsfeier erwartet. Die olympische Bewegung kämpft um ihre Anerkennung. Bei einem Waldbrand auf der kanarischen Insel La Palma ist ein Forstbeamter bei Löscharbeiten ums Leben gekommen. 700 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Feuer brach gestern in einem Waldgebiet bei Jedei aus. Starke Winde erschweren die Arbeiten der Einsatzkräfte. Inzwischen wurde ein 27-jähriger Deutscher festgenommen, der den Brand aus Unvorsichtigkeit verursacht haben soll. Die waldreiche Insel La Palma wurde 2002 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Einsatz gegen das Zika-Virus. Mit einem Kleinflugzeug ist Insektenvernichtungsmittel über Miami im US-Bundesstaat Florida versprüht worden, nachdem sich im Stadtteil Wynwood mindestens 15 Menschen infiziert haben. US-Behörden und das Auswärtige Amt warnen Schwangere davor, die betroffenen Viertel zu besuchen. Das Zika-Virus kann bei Ungeborenen zu Fehlbildungen des Schädels führen. Zum Wacken Open Air Festival werden von heute an wieder zehntausende Heavy Metal Fans in dem schleswig-holsteinischen Dorf erwartet. Bis Samstag treten dort mehr als 120 Bands auf. Nach den Terroranschlägen in den vergangenen Wochen hat der Veranstalter die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. So herrscht erstmals auch ein Taschenverbot auf dem Festivalgelände. Sie warten auf das Highlight des Festivals in diesem Jahr. Auf den Auftritt von Iron Maiden gleich um 21 Uhr. 75.000 Metal-Fans aus der ganzen Welt sind hierher gekommen, ins 1.800 Einwohnerdorf Wacken, um zu feiern. Und heute Nachmittag durften sie endlich rauf, aufs Infield, dahin, wo die Bühnen sind. Damit ging das Festival offiziell los. Die ersten Besucher sind schon vor Tagen angereist. Das Wetter wie gewohnt. Aber anders als in den Vorjahren, die Sicherheitsvorkehrungen als Reaktion auf die Terroranschläge der vergangenen Wochen. Du machst dir sehr viele Gedanken, was hier auch in Europa und gerade jetzt aktuell hier in Deutschland passiert ist. Das hat na klar die letzten Wochen sehr viel Kraft und Energie gefordert, aber du willst na klar so weitgehend sicher machen. Es gibt aber nichts Sicheres auf der Welt, das ist das Problem. Die Besucher müssen ihre Taschen und Rucksäcke dieses Mal draußen lassen. Dafür hat der Veranstalter 3.500 Schließfächer aufgestellt. Und es sind mehr Sicherheitskräfte und Polizisten im Einsatz. Sie wollen mehr Präsenz zeigen als sonst. Die Fans scheint das alles nicht zu stören. Sie sind gekommen, um zu feiern beim größten Heavy-Metal-Festival der Welt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. August.
Unter Tiefdruckeinfluss gibt es zum Teil ergiebigen Regen. Für den Alpenrand bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Die kräftigen Regenfälle breiten sich heute Nacht über den Süden und Osten aus, sonst meist trocken, an der Nordsee allerdings Schauer. Am Tag im Süden und Südosten weiterhin ergiebiger Regen, sonst wechselhaft. Am freundlichsten wird es in einem Streifen vom Pfälzerwald bis zur Lübecker Bucht. Heute Nacht 17 Grad am Inn bis 9 Grad in der Eifel. Morgen am Alpenrand nur noch 13, in der Altmark bis 24 Grad. Am Samstag teils Sonne, teils Wolken und gebietsweise Schauer, im Norden einzelne Gewitter, am freundlichsten im Süden. Sonntag und Montag im Norden wolkig, aber nur selten nass, sonst vielerorts freundlich und wieder deutlich wärmer. Thomas Roth meldet sich heute um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Lähmende Angst, wie Erdogans Politik Deutsch-Türken entzweit, und Merkel im Umfragetief, die neuesten Zahlen des ARD-Deutschland-Trends. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.